Einer unserer Historiker stahl das Buch. Er floh nach Rosenheim und suchte Schutz im Hause einer Familie. Christoph Müller, seine Frau Brigitte und deren Tochter Esther. Oberst von Alversleben und seine Männer haben sich um die Eltern gekümmert. Die Tochter aber konnte mit dem Buch fliehen. Wir wissen nicht, was mit ihr geschehen ist. Alles, was wir wissen, ist, dass das Buch in die Hände eines Spielzeugherstellers gerät. Amos Blackwood. Laut den Informationen, die wir erhielten, nutzte Blackwood das Buch, um seine Puppen zum Leben zu erwecken. Er wurde von Alvins Lebenmännern festgenommen. Und wie unglaubwürdig es auch klingen mag, glaubt man, dass die Puppe den Oberst getötet hat. Der Spielzeugmacher floh mit dem Buch. Das hier ist er. Das Ziel ihrer Geheimmission. Sie schleichen sich in den Zug ein. Und was den Spielzeughersteller betrifft, wäre meine Wahl, töten Sie ihn langsam.